Mit Sportklamotten ins Büro, das kann funktionieren, wenn man sich den Hyundai Tucson Plug-in Hybrid als Firmenwagen bestellt und wenn man ihn dann in der dynamisch auftretenden N-Line konfiguriert. Dieses Auto darf ich heute mit für euch ansehen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video mit mir, dem Bernd, und dem Hyundai Tucson N-Line Plug-in Hybrid. Die Baureihe Hyundai Tucson ist eine große Erfolgsgeschichte für Hyundai, nicht nur in Deutschland, sondern auch global. Als kompaktes SUV fährt er natürlich genau in das Marktsegment, das überall stark nachgefragt ist, so auch hier in Deutschland. Das führt auch zu einer breiten Modellpalette, um viele Kundenansprüche bedienen zu können. Es gibt ihn als Benziner mit Mildhybrid, als Vollenhybrid und wie wir ihn hier haben, als Plug-in-Hybrid, das leistungsmäßig stärkste Modell und damit das Topmodell der Baureihe und auch in 5 verschiedenen Ausstattungslinien. Heute habe ich hier die N-Line mit dabei, die kam ein bisschen später als die anderen Linien auf den Markt, zeitgleich mit dem Plug-in-Hybrid. Deswegen ist hier die ganz gute Kombination, eben dieses Auto zu zeigen. Beginnen wir doch erstmal mit der Technik. Beim Hyundai Tucson Plug-in Hybrid steckt ein 1,6 Liter großer Vierzylinder Benziner unter der vorderen Haube mit 132 kW oder 180 PS. Den gibt es auch im Hybrid und Mildhybrid ja. Ein Elektromotor unterstützt ihn hier als Teamkollege, der leistet maximal 67 kW oder 91 PS. Die Systemleistung des Plug-in Hybriden liegt bei 265 PS. Damit ist also 35 PS stärker in der Systemleistung als der Vollhybrid. Und der Akku ist ein größerer, 13,8 Kilowattstunden Akkukapazität stecken hier drin. Das heißt, man kann natürlich dann auch längere Strecken elektrisch fahren. 62 Kilometer ist die Normreichweite mit der Kraft der Elektronen. Was das in der Realität bedeutet, das sage ich später. Geladen wird hinten rechts über einen Typ-2-Stecker, also Wechselstrom kann geladen werden, laut Werksangabe mit 7,2 kW Ladeleistung. Was heißt das bei uns in Deutschland? An der 22 kW Ladesäule wird hier einphasig der Strom gezogen. Das heißt, 4,6 kW ist das Maximum und dann steht das Auto da ein bisschen über 3 Stunden für einen vollen Akku. Das mal ganz kurz zur Technik des kompakten Allradlers. Den Plug-in-Hybrid gibt es nur als Allrad-Variante. Jetzt kommen wir doch mal hier zur N-Line und ich erkläre mal, wie sich denn die N-Line so unterscheidet. Sie kostet gleich viel Aufpreis wie die Prime-Variante. Das ist die luxuriöse Top-Variante, wobei bei den Plug-in-Hybriden die Struktur ein bisschen anders ist. Es gibt also nicht die Ausstattungslinien, sondern es gibt ein Basismodell zum Preis von 42.350 Euro vor Abzug der Prämie, der Umweltprämie. Und dann sind die einzelnen Lines, sind Optionspakete. Das heißt, ich bestelle dann eben das Trendpaket dazu, ich bestelle das N-Line-Paket dazu. Immer serienmäßig sind bei den Plug-in-Hybriden die 19 Zoll Leichtmetallfelgen. Die gehören aber auch zum N-Line-Paket mit anderen Motorisierungen. Außerdem gehört dazu ein anderer Stoßfänger an der Front mit hier diesen schwarzen Einlagen um die Hauptscheinwerfer. Also hier außen liegen die Hauptscheinwerfer, während das Tagfahrlicht sich hier so im Kühlergrill verteilt. Das sieht ja schon ganz stylisch aus. Ist wirklich eine Besonderheit des Hyundai Tucson. Wer übrigens den Benziner, den Basisbenziner in der Basisvariante Pure bestellt, der bekommt das nicht, dieses LED-Grillpaket, sondern das ist dann erst ab der zweiten Ausstattungslinie Select mit dabei. Aber hier bei der N, dann haben wir es eben, dann haben wir das N-Line-Logo hier. Aber wichtig eben der Stoßfänger mit schwarzen Einlagen und diesem angedeuteten Unterfahrschutz. Also das unterscheidet ihn schon deutlich vom Hyundai Tucson Prime zum Beispiel. Den haben wir ja auch mitgebracht im Vergleich. Und dann sieht man hier mal die Unterschiede. An der Seite wirkt der N-Line sportlicher durch die in Wagenfarbe lackierten Radläufe. Diese leichteckigen Radläufe sind ja typisch für den Tucson mit diesen Einkerbungen hier. Und dadurch, dass es in Wagenfarbe lackiert ist, wirkt das Auto an sich ein bisschen kompakter und gedrungener. Hier steht dann auch N-Line auf dem Kotflügel. Diese Farbe Shadow Gray
kostet Aufpreis, gibt es nur für die N-Line übrigens. Ich finde, das ist so ein ganz gutes Paket. Und wenn man dann noch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, dann kriegt man auch das Dach in schwarzer Kontrastfarbe. Die Spiegel sind schwarz lackiert und wir sehen auch hier am natürlich ebenfalls schwarzen Dachspoiler, dass auch der eine andere Form hat im Vergleich zum Dachspoiler der anderen Tucson-Varianten. Haben wir nämlich hier noch diese kleinen Finnen. Das soll dann also auch so ein bisschen mehr Aerodynamik zeigen. Außerdem haben wir einen anderen Heckstoßfänger mit so einem angedeuteten Diffusor. Der hat natürlich jetzt hier beim Kompakt-SUV nicht wirklich eine aerodynamische Funktion, aber sieht sportlicher aus. Runde Endrohre und wir haben im Gegensatz zu den anderen Modellvarianten LED-Blinker und Rückfahrscheinwerfer hier unten im Stoßfänger. Diese anderen Stoßfänger sorgen dafür, dass die N-Line um 1 cm in der Länge gewachsen ist, 4,51 Meter misst er jetzt. Die Rückleuchten sind ja hier oben auch mit einem durchgehenden Band. Warum auch immer hält Hyundai, aber auch Kia, die Konzernschwester, daran fest, dass dann Blinker und Rückfahrscheinwerfer hier unten im Stoßfänger mit eingebaut werden. Das finde ich ja so suboptimal, denn ein Parkrempler bedeutet natürlich gleich einen Schaden an der Beleuchtung. Und es wird dann natürlich teurer, als wenn in Anführungszeichen nur ein Stoßfänger oder Stoßfängerteil ausgewechselt werden muss. Einen Heckscheibenwischer sehen wir nicht beim Hyundai Tucson, der versteckt sich unterm Dachspoiler, deswegen wirkt es hier schön clean, das Heck. Auch das Logo hier unter Glas sorgt also dafür, dass wir eine glatte Oberfläche haben. Öffnen wir mal die Heckklappe. 558 Liter misst der Kofferraum des Tucson Plug-in Hybrid. Er ist damit ein bisschen kleiner als der Verbrennervarianten oder des Vollhybriden, denn hier sieht noch alles gleich aus unter dem doppelten Ladeboden, der bis 60 Kilo belastbar ist. Aber hier unten sehen wir schon, gibt es also kaum zusätzliche Ablagefächer, denn wir haben hier eben die Traktionsbatterie im Auto, den Hybridantrieb. Das muss natürlich alles irgendwo eingebaut werden. Hier ist dann ein ganz gutes Fach für das Ladekabel. Die Linien der Vordersitze kann ich viel davor gespannt umlegen. Ziehe ich hier den Gurt mal vor, dann sieht man, es entsteht eine leicht ansteigende Fläche. Das Ladevolumen, wenn ich dann noch die Gepäckraumabdeckung herausnehme und Dach hochbeladen würde, das steigt dann auf 1721 Liter. Jetzt seht ihr vielleicht hier, dass die Lehne hier so steil zurückrastet, denn ich habe hier einen Hebel an der Seite und kann dann mit dieser Funktion auch die Neigung der Lehne einstellen, also für ein bisschen mehr Laderaum versus Sitzkomfort für die Passagiere im Fond. Und das ist doch ein gutes Stichwort, denn wir starten jetzt zur Sitzprobe und wie immer in Autonotizen-Videos geht es da los in der zweiten Reihe. Probieren geht über Studieren. Es gibt ja ein Video zum Hyundai Tucson Hybrid. Damals bei der Markteinführung wurde das veröffentlicht. Das haben ja die meisten von euch gesehen, wenn man sich die Aufrufzahlen so ansieht. Und da habe ich mit meinem 1,92 Meter ja auch das Raumangebot im Fond gelobt. Jetzt sitze ich hier im Plug-in-Hybriden und muss sagen, da gibt es ein paar Abstriche. Jetzt wundert sich vielleicht der ein oder andere, wie ist doch das gleiche Auto, was erzählt er denn jetzt? Ich bin nicht gewachsen, das Auto ist nicht geschrumpft, aber im Plug-in-Hybrid liegen die Batteriepakete, also der Akku hier im Fahrzeugboden. Deswegen ist der Innenboden höher. Wir sehen schon, der Mitteltunnel ist im Vergleich zum, wir haben den Vollhybriden auch dabei zum Vergleich. Der ist flacher, aber nicht, weil der Mitteltunnel flacher ist, sondern der Boden ist höher. Das heißt, ich muss auf der an sich schon bequemen Bank, muss ich mit viel stärker angewinkelten Beinen sitzen und habe es deswegen weit weniger bequem als in den Tucson-Varianten mit Verbrennungsmotor oder auch eben in dem Vollhybriden. Ansonsten passt es vom Knieraum, von der Lehnenpolsterung, die Kopfstützen sind hoch genug und auch der Kopfraum, das hat natürlich keinen Unterschied zu den anderen Modellen. Im Tucson N-Line gibt es eine spezielle Innenausstattung mit Lederstoff. Das wirkt hier dann auf den ersten Blick wie so Mikrofaser, ist aber ein echt schöner grauer Stoff mit Perforation in der Mitte, rote Kontrastnähte. Das sieht also schon ganz schick aus. Praktisch bleibt natürlich auch die N-Line mit Lüftungsausströmern im Fond. Dann haben wir hier die 3-Zonen-Klimaautomatik mit Temperaturregelung und 2 USB-Anschlüsse sowie Ablagenetze an den Rückseiten der Vordersitzlehnen. In der Türverkleidung angenehme Materialien. Auch hier gibt es übrigens die Sonnenschutzrollos wie im Prime. Eine Stoffbahn hier, das finde ich sehr schick. Lockert die Plastiklandschaft ein bisschen auf, aber auch hier haben wir schöne Dekoreinlagen. Und Klavierlack ist leider auch hier unumgänglich, natürlich staub- und kratzerempfindlich. Und dann sehen wir hier auch die Taste für die Sitzheizung hinten. Auch die Vordersitze können beheizt werden und da setze ich mich jetzt drauf. Weiter geht's in Reihe 1.
Das N-Line-Ausstattungspaket kostet beim Tucson Plug-in Hybrid 7.250 Euro Aufpreis. Da steckt eben diese Optik außen drin, spezielle Leichtmetallfelgen, aber auch an mehreren Ausstattungen, das Soundsystem zum Beispiel und echt schicke Sitzbezüge, die ich hier hinten schon zeigte. Dann sehen wir hier auch das N-Logo in den Vordersitzen drin und dann kommen noch ein paar andere Extras mit hinzu. Für den gleichen Aufpreis könnte man auch das Prime-Paket kaufen, also das luxuriöse Top-Modell. Das sieht äußerlich unverändert aus im Vergleich zu den anderen Tucson-Varianten. Aber hat dann etwas serienmäßig, was der N-Line nicht hat. Gibt es dann hier gegen Aufpreis 1.100 Euro und das ist das Sitzpaket. Das heißt zur Sitzheizung, die ich ansprach, die ist ab Werk mit drin. Kann ich hier dreistufig für Fahrer und Beifahrer einstellen. Außerdem gibt es eine Lenkradheizung. Gibt es dann hier auch elektrisch einstellbare Vordersitze, den Fahrersitz mit Memory-Funktion und die Sitzlüftung für Fahrer und Beifahrer. Das ist natürlich im Sommer schon eine Wohltat, nicht nur bei Glattleder, sondern auch bei dieser Ausstattung hier, deswegen sind sie hier auch perforiert. Also muss man sich einfach überlegen, nimmt man den Prime, nimmt man den N-Line, steht man auf die sportliche Optik, auch hier im Innenraum mit den roten Kontrastnähten hier oder diese Zierelemente hier, das sieht sehr schick aus. Und ja, dann gibt man eben nochmal zusätzlich dieses Geld für die Sitzlüftung und die elektrische Verstellung aus. Das wäre es mir auf jeden Fall wert hier für mehr Komfort im Sommer. 10,25 Zoll messen die digitalen Instrumente hinter dem Vierspeichen Multifunktionslenkrad, das übrigens bei der N-Line dann auch hier mit roten Kontrastnähten und dem N-Logo ein bisschen aufgehübscht ist. Die Instrumente sind soweit bekannt. Ich habe animierte Rundinstrumente und kann dann über diese Blättertaste im Lenkrad hier zur Navigationsansicht wechseln. Dann habe ich hier auch eine Information über den Allradantrieb, zum Beispiel Fahrassistenten und Bordcomputerangaben mit der Energieflussanzeige. Außerdem kann ich dann hier die Sprachsteuerung, Audiolautstärke, Telefon bedienen und auch mit einfachem Tastendruck dann die Fahrassistenz aktivieren. Das schauen wir uns dann nachher während der Fahrt mal an. Das Cockpit selber ist relativ flach. Es gibt kein Head-Up-Display, aber auch keine groß aufbauenden Bildschirme, die hier dieser gefühlten Leichtigkeit im Weg stehen. Ebenfalls 10,25 Zoll misst das Infotainment-Display hier in der Mittelkonsole, wo man eben schon den Blick dann ein bisschen absenken muss, um darauf zu blicken. Hier haben wir dann im Plug-in-Hybrid auch die spezielle Menü-Taste auf dem Touchscreen hier für Reichweite, Energiefluss und Energieinfo. Außerdem kann ich dann auch das Lademanagement hier steuern. Das heißt also, ich kann natürlich dann sagen, wann das Auto laden soll. Mit der Home-Funktion geht es zurück. Dann kann ich hier die Navigationskarte zum Beispiel mal zeigen. So sieht die aus. Und die, um die Einstellung der Navigation zu erledigen, muss ich dann hier in das andere Menü gehen und ja, also das ist das bekannte Hyundai BlueLink System. Darunter haben wir eine Leiste mit virtuellen Tasten für Radio, Media, Setup, komme ich dann auch direkt dahin und auch die Lautstärke sowie Navigationsfunktion. Außerdem habe ich dann hier so ein Favoritensternchen, da kann ich dann zum Beispiel mir meine Lieblingsfunktion nach Hause navigieren, bei Ehefrau oder Ehemann anrufen oder wo auch immer anrufen, dann da drauflegen. Die Klimaautomatik hat hier unten dann auch ihr separates Bedienelement mit virtuellen Tasten. Das finde ich ganz gut hier, diese Diffus-Funktion. Da wird dann, also ohne dass groß Wind herrscht, dann hier so diffus die Luft zugefächert. Das finde ich ganz schick gemacht. Hier unten ist eine induktive Ladefunktion für Smartphone. Das ist dann hier so ein bisschen versteckt, schräg drin. Ich kann aber auch das Smartphone über USB anschließen. Das muss ich auch, um Apple CarPlay und Android Auto zu verwenden. Das gibt es also nicht kabellos leider. Die Tasten hier für Sitzheizung und Sitzlüftung habe ich bereits gezeigt. Außerdem gibt es dann hier die Bergabfahrkontrolle und hier die Parkkameras. Da kann man nochmal hier aufs Display schauen. Da sehen wir jetzt hier einmal die Draufsicht. Und dann kann ich jetzt hier einstellen, ich möchte nach hinten schauen, an die Seiten oder ganz nach hinten. Das ist schon ganz clever gemacht und dann kann ich da sicher manövrieren. Außerdem haben wir hier die Tasten für das 6-Gang-Automatikgetriebe, das Teil des Antriebsstrangs beim Plug-in-Hybriden ist. Und das wird eben über Shift by Wire hier geregelt. Dann gibt es hier einmal die Fahrmodi, Eco und Sport, die ich hier einstellen kann. Und ich kann bei den Allradio, und da ist ja dann hier noch die Allradfunktionen, da habe ich dann hier für Schnee, Matsch und Sand spezielle Drehmomentverteilung, die kann ich hier ansteuern. Außerdem gibt es eine Taste, um den EV-Modus, da muss ich jetzt erst in den Eco-Modus gehen, oder einen Hybrid-Modus zu wählen. Aber ich würde sagen, wie sich der Plug-in-Hybrid so fährt und was der Wechsel im Antrieb bedeutet und vor allem, was er verbraucht und was er kann, das erfahren wir am besten jetzt bei der gemeinsamen Probefahrt.
Wir sind im Eco-Modus unterwegs. Auch dann ist das Auto auch gefühlt ausreichend kräftig. Dennoch, wir sehen schon hier in der Energieflussanzeige, läuft jetzt gerade der Verbrenner mit. Und hier sehen wir gerade ganz interessant, der Verbrenner lädt den Akku über den Elektromotor. Und der E-Motor gibt die Kraft an die Antriebsräder ab. Das heißt, im Moment haben wir keine direkte Verbindung zwischen Verbrennungsmotor und Antriebsrädern. Das kann man dann aber natürlich auch ändern. Jetzt sehen wir, jetzt wird dann hier die Leistung verzweigt. Warum thematisiere ich das gleich? Wir haben eben den großen Akku, wir haben den starken E-Motor und laut Prospekt 62 Kilometer Normreichweite. Im Moment ist es 3 Grad nur warm draußen, also keine Idealbedingungen für einen Plug-in-Hybriden oder den E-Antrieb des Plug-in-Hybriden. Jedoch muss ich sagen, dass im Testzeitraum hatten wir auch Temperaturen von an die 20 Grad, auch dann bei ausgeschalteter Klimaanlage und entspannter Fahrweise, das heißt bei Idealbedingungen, habe ich es nie geschafft, in diesen 40 Kilometern oder ein bisschen über 40 Kilometern, bis der Akku leer ist, immer rein elektrisch zu fahren. Denn dann standen auch immer 1,5, 2 Liter Verbrauch auf der Anzeige des Bordcomputers. Der Verbrenner, der wurde dann immer mit reingeschaltet, aus welchen Gründen auch immer. Also wer das Auto als Pendlerauto will und dann unter der Woche nur elektrisch fahren will, der schafft es leider auch bei diesem Plug-in-Hybriden von Hyundai oder Kia nicht. Schade. Wenn der Verbrenner einsteigt, dann hört man das kaum oder auch gar nicht. Das heißt, wenn die Energieflussanzeige wegkonfiguriert ist in den Displays, dann sieht man es eben nur in der Verbrauchsanzeige. Und das spricht für die Abstufung des Systems. Also das sind saubere Übergänge. Die 6-Gang-Wandlerautomatik macht auch einen guten Job, ist da unauffällig. Also im Großen und Ganzen ist es echt ein schönes System, was halt nur einfach häufiger rein elektrisch fahren sollte, wie ich finde. Wenn man es wissen will, beschleunigt der Tucson Plug-in Hybrid in 8,1 Sekunden laut Werksangabe von 0 auf 100 km/h. Und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 191 km/h. Die ist elektronisch begrenzt, um eben auch den E-Motor ein bisschen zu schonen. Das Fahrwerk hat adaptive Dämpfer, das heißt aber, ich kann jetzt hier nicht irgendwie wilde Fahrwerkseinstellungen machen, sondern wir haben ja zum einen eben die Fahrmodi, ich zeigte das ja, Sport und Eco. Dann wird also die Abstimmung ein bisschen straffer. Das Auto hat auch spürbar mehr Dampf. Natürlich geht es der Verbrenner auch direkt auf die Antriebsräder. Wir schalten mal wieder schön in den Eco-Modus zurück, denn wir wollen ja natürlich auch ein bisschen effizient fahren. Und da wird dann eben auch die Dämpferabstimmung halt dementsprechend dann anders abgestimmt. Die Übersicht ist gut, das flache Cockpit bedeutet also eine schöne Aussicht nach vorne, aber auch bei Stadtfahrten, beim Abbiegen hat man alles gut im Blick und es wird nichts durch zu breite A-Säulen zum Beispiel beim Abbiegen dann verdeckt. Jetzt fahren wir nochmal auf die Autobahn, denn ich hatte ja vorhin diese Taste erwähnt. Natürlich wollen wir uns hier auch die Fahrassistenten mal anschauen. Beschleunigt auf der Autobahn sehr gut nach oben raus. Wir belassen es dann mal so bei 130 km/h. Ich drücke jetzt die Taste hier im Lenkrad. Der Highway Driving Assist ist jetzt eingestellt bei 140 km/h. Das heißt, das Auto hält jetzt annähernd die Mitte der Fahrspur. Man merkt so leichtes Gegenlenken. Natürlich kommt jetzt dann gleich die Erinnerung, bitte übernehme wieder die Lenkung. Es hält die Geschwindigkeit und auch den Abstand zum Vordermann. Heute ist ein fast autofreier Sonntag, aber da vorne fahren wir jetzt auf langsamere Autos auf. Das heißt, es wird sanft abgebremst. Ich betätige jetzt den Blinker. Wir sehen hier mit optionalem Assistenzpaket dann den Totwinkelwarner mit Monitoranzeige. Und wenn ich jetzt rausfahre, dann muss das Auto erst komplett auf der anderen Spur sein, um dann zu beschleunigen, aber jetzt wird auch wieder abgebremst, weil vor uns auch ein anderer Verkehrsteilnehmer wieder die Spur befährt. Also es ist nicht schon dieser Beschleunigungsvorgang beim Spurwechsel möglich. Und was hier im Hyundai Tucson auch noch nicht drin ist, ist ein assistierter Spurwechsel. Das heißt, wenn ich den Blinker setze, wird das Auto dann automatisch den Spurwechsel oder assistiert den Spurwechsel dann vollziehen. Das ist hier nicht möglich. Ich kann jetzt dann hier über die VIP-Schalte
WIP-Taste im Lenkrad dann hier die Geschwindigkeit auch verändern. Jetzt gehe ich hier mal runter. Und dann wird sanft dieses Tempo dann eben neu übernommen. Und beim Beschleunigen genauso. Sobald ich auf die Bremse drücke oder natürlich, wenn ich auf die Taste drücke, wird der Highway Driving Assist wieder ausgeschaltet und dann auf Tastendruck wieder neu aktiviert. Abgerechnet wird ja meist zum Schluss. Das gilt auch für Autonotizen-Videos. Wir kommen zur Preisinformation. Der Hyundai Tucson Plug-in Hybrid kostet ab 42.350 Euro. Dann gibt es eben die Basisausstattung. Die N-Line kostet 50.800 Euro. Ist eben, ich sagte das ja vorhin, dann deutlich teurer. Hat aber natürlich auch eine ziemlich komplette Ausstattung bis hin zum gut klingenden Soundsystem. Unser Testwagen mit der optionalen Lackfarbe, Dach in Kontrastfarbe, Sitzpaket und so weiter, der kostet ungefähr 55.000 Euro. Das ist also schon eine Stange Geld, aber bleiben wir bei den 50.800 Euro. Davon kann man ja die, zumindest jetzt im Jahr 2022, wenn das Auto noch bis Ende dieses Jahres zugelassen wird, gilt die aktuelle Regelung, kann man noch 7.177 Euro und 50 Cent abziehen. Dann würde er hier ohne Shadow Gray für einen deutlich geringeren Preis, nämlich von 43.622,50 Euro dann vor der Tür parken, um mal ganz genau zu sein. Und damit kommen wir jetzt mal zur Krux. Denn es gibt ja auch den Hyundai Tucson als Vollhybrid, 230 PS ohne Stecker, das heißt nicht förderfähig. Der kostet als N-Line 46.530 Euro. Ist dann also, nachdem man hier ja fördern kann, deutlich teurer als der Plug-in-Hybrid, der einen stärkeren Elektromotor hat, die größere Batterie, aber auch mehr wiegt und deswegen die Mehrleistung dann schon eigentlich aufgefressen wird im Fahralltag durch das höhere Gewicht. Also wirklich schneller ist er nicht, er sieht aber als Ender natürlich ein bisschen schneller aus. Warum ich jetzt auf den Hybrid verweise? Es gibt, obwohl das Wetter schlecht angesagt ist mit Schneefall, in Kürze ein Video, wo ich am Beispiel Hyundai Tucson den Plug-in-Hybrid mit dem Vollhybrid und auch dem Mild-Hybrid mal gegenüberstelle, um diese Elektrifizierungsstufen zu erklären. Und das schon mal als Programmhinweis in eigener Sache. Zurück zum Auto. Er ist ein, wie ich finde, sehr gutes Gesamtpaket. Die Optik gefällt mir persönlich. Klar, es ist natürlich kontrovers diskutiert. Einigen ist er zu stylisch, zu zerklüftet. Ich finde ihn schick, den Hyundai Tucson. Wer mit der Optik sich nicht anfreunden kann, könnte mit der gleichen Technik auch das Konzernschwestermodell Kia Sportage nehmen. Das ist ja auch neu aufgelegt und auch bald als Plug-in-Hybrid bei uns im Programm. Das Raumangebot ist gut, die Verarbeitung ist toll, die Materialien, wobei natürlich der Plug-in-Hybrid, wie ich es gezeigt habe, im Innenraum hinten durch die Sitzhöheneinschränkungen aufgrund der Batterie dann schon für ein bisschen Kompromisse sorgt. Das muss einfach mal jeder für sich selber entscheiden, aber dann am besten auch mal mit anderen Tucson-Varianten eben beim Händler Vergleich sitzen, wenn man hinten große Menschen transportiert. Das war die Probefahrt und die Vorstellung des Hyundai Tucson N-Line Plug-in-Hybrid. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es gab einige interessante Infos. Lasst mich doch wissen, ob ihr die N-Line bevorzugen würdet oder eine der anderen Ausstattungslinien, wie also euch diese sportliche Optik beim Tucson gefällt und was ihr vom Plug-in-Hybrid haltet. Alle Infos zum Auto gibt es hier immer auch auf autonotizen.de, das verlinke ich unten. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank im Voraus für das Abonnieren dieses Kanals, wenn noch nicht geschehen, und wie so oft danke an den Andi fürs Filmen. Bis zum nächsten Mal, ciao.